Mia, willkommen zurück zu den Säulen der Erde. So, Straße zur Brücke. Paul und Novize. Paul wird immer vergesslicher, besteht darauf zu arbeiten. Bruder Paul. Und das ist der kleine Jack. Weißt du, er hat nie den Brückenzoll bezahlt, als er hier kam. Manchmal muss man barmherzig sein und Leute reinlassen, die in Not sind. Ich werde an deine Worte denken, Bruder Paul. So. Der Jonathan verbringt viel Zeit mit den Mönchen. Wann er wohl nach seinem Vater fragen wird. Erinnere mich an den Winter, als er geboren wurde. Alles in Ordnung, Jonathan? Ja, hier zeige ich das mal kurz. Philipp und Tom haben nichts dagegen, wenn wir eine Pause machen. Manchmal sagen Leute etwas und meinen das Gegenteil. Entweder hat er nicht zugehört, oder er denkt drüber nach. Darf ich über die Brücke? Jonathan, komm mit. Heute gehe ich nicht auf Reisen, es sei denn, Tom geht zum Steinbruch. Wo war denn unsere Mutter? Ich hab's vergessen. Richtung Wald, ne? Gut, was wir halt ansonsten dann noch tun können, ist das Buch suchen. Eines Tages werde ich nach Gloucester reisen, wenn der Krieg vorbei ist, aber nicht heute. Ich glaube, ich kann jetzt im Moment gar nicht. Aldienas Haus. Straße zur Mühle. Ich kann ja erste Mal. Tür zum Kreuzgang. Schöner Ort zum Lesen und Nachdenken, aber man darf nur die Bibel lesen. Als ich ein anderes Buch las, kriegte ich Ärger. Bruder Arnold, der neben Cuthberts Grab schläft. Cuthbert starb vor einem halben Jahr. Och nein. Ich vermisse ihn. Hoch mit dir! Der Mörtel rührt sich nicht von selbst an. Hallo, Cuthbert. Ich hoffe, du bist glücklich, wo du auch sein magst. Was meinst du mit, wo du auch sein magst? Er liegt da drin. Ich habe dafür gesorgt, dass er dort in Ruhe aufs jüngste Gericht warten kann. Philipp glaubt, wir kommen in den Himmel, wenn wir sterben. Nein, wir liegen da und warten aufs jüngste Gericht. Deshalb will ich, dass mich eine gute Seele begräbt, damit auch ich gut liege. Ich hoffe, du wirst dich an dein Versprechen erinnern, dass du mich begraben wirst. Das ist lange her. Das war in der ersten Nacht, die wir hier in der Priorei verbracht haben. Ich werde dich begraben, Bruder Arnaldos. Keine Sorge. Danke dir. Ich hoffe, und danke, dass du dich um Cuthbert kümmerst. Cuthberts Ende. Mir macht das Sorgen, dass Jonathan da so nah am Wespennest sitzt. Cuthbert starb in den ersten Wochen des Jahres 1141. Es war wieder ein harter Winter gewesen. In den Tagen vor seinem Tod hatte sich Cuthbert über Schwierigkeiten beim Atmen beschwert und einen Schmerz in der Brust. Er bat Milius, etwas Lungenkraut zu sammeln. Der Tee, den er aus dem Kraut brühte, schien ihm Linderung zu verschaffen. Doch noch in der gleichen Nacht suchte ihn ein schweres Fieber heim. Sein Atem war flach. Milius blieb bei ihm, bis er schließlich einschlief. Am nächsten Morgen wachte er nicht wieder auf. Als Cuthbert starb, war er 68 Jahre alt. 58 Jahre seines Lebens hatte er in Kingsbridge verbracht. Niemand in der Priorei war alt genug, um sich noch an seine Ankunft in Kingsbridge zu erinnern. Cuthbert sprach nie über seine Familie, aber den meisten Mönchen war er wie ein Vater gewesen. Und zu seiner großen Freude hatte er in den letzten Jahren seines Lebens dem kleinen Jonathan ein Großvater sein dürfen. Möge Cuthbert nun in Frieden ruhen. Der Mörtel wird sich auch nicht beschweren, wenn er bis nach meiner Pause warten muss.
Sieht nicht so aus, als ob sie gut zusammenarbeiten. Aber ich. Warum können sie sich nicht einfach vertragen? Ach ja? Hab ich mich etwa beschwert, als du den halben Morgen einfach nicht aufgetaucht bist? Das geht dich überhaupt mal gar nichts an. Stimmt was nicht? Ich mache eine wohlverdiente Pause. Wohlverdient? Einen Tritt in den Arsch hast du verdient, du fauler Trunkenbold. Besser betrunken als ein bärtiger Bastard. Na los, tritt mich doch. Zeig, was du kannst. Bitte. Merkt ihr nicht, dass das zu nichts führt? Überleg doch nur einmal kurz, was andere Leute tun würden. Was? Wer? Tom Bilder. Na, das ist mal ein hart arbeitender Mann, nicht wahr? Der ist auf jeden Fall ein hart arbeitender Mann. So viel ist sicher. Aber er ist auch ein Mann, der weiß, wann Zeit für eine Pause ist. Und er weiß auch, wann man anderen mal ihre Pause lassen sollte. Du hast doch gar nicht Pause. Du hast den halben Tag nur auf dem Pott gesessen. Das war deine Pause. Also verdirb mir nicht jetzt auch noch meine eigene. Oh, Mann. Jetzt legen sie aber los. Wenn ich Pause mache, musst du auch eine machen. Hat deine Frau wohl wieder gekocht, was? Was fällt dir ein? Sauf dich doch tot! Der Prior. Genau, ja. Prior Philipp torkelt auch nicht betrunken durch die Gegend, oder? Nee, tut er nicht. Aber ich auch nicht. Ich sitze. Und genau da ist das Problem. Hoch mit dir und fang an zu schieben. Philipp würde das auch tun. Würde er nicht. Eine Pause ist wie der heilige Sonntag. Es ist eine Sünde, am Sonntag zu arbeiten. Das stimmt. Es ist aber nicht Sonntag. Aber es ist meine Pause. Um Gottes Willen. Graf von Shiring, Alfred Bilder. Oh Gott. Alfred Bilder. Oh, der ist ein gutes Beispiel. Er ist jetzt Baumeister. Aber er trinkt auch ganz gern mal ein Bier, nicht wahr? Und ja, das tut er. Aber bei der Arbeit ist er immer nüchtern. Immer. Weißt du, vielleicht sollte ich ein bisschen mehr wie Alfred sein. Ich auch. Das ist jetzt nicht euer Ernst. Also dann, zurück an die Arbeit. Nein, meine Pause ist noch nicht vorbei. Alfred Bilder wüsste genau, wann es Zeit ist, wieder zu arbeiten. Alfred Bilder wüsste auch genau, wann er verdammt nochmal sein Maul halten sollte. Das bezweifle ich. Mit Betrunkenen diskutieren, okay, ich versuche noch den Graf von Shiring, danach gehen wir hier weiter. Der Graf von Shiring. Welcher genau? Graf Bartholomäus oder der Fettsack? Der Neue. Percy Hamley! Du kennst den Namen unseres Grafen nicht? Mein Graf ist er sicher nicht. Ich bin aus Earl's Castle. Bartholomäus war ein Graf und ein guter Mann. Aber jetzt ist er tot. Weg. Du solltest den Namen deines neuen Grafen kennen. Welchen? Vom Fettsack? Percy Hamley. Weißt du was? Ich weigere mich, mir seinen Namen zu merken. Was? Ist der jetzt fett? Warum? Aus Trotz. Was er meinem Grafen angetan hat, war nicht richtig. Das, was du hier machst, ist auch nicht richtig. Deinen Namen merke ich mir auch nicht mehr. So. Das wagst du nicht. Schon passiert. Wir sind schon viel zu lange von Jonathan weg, übrigens. Okay, und ich hab jetzt an die echt Schiss. Arbeit. Haus des Priors und Skriptorium. Enthält jetzt ein Skriptorium. Philipp hat Schreiber und Illuminatoren ausgebildet. Hat auch mir ein bisschen beigebracht. Gehen wir doch mal rein. Jonathan. Kommst du wohl mit? Ach Gott sei Dank. Du dämlicher Trottelbold! Gemeiner, fetter Trottel!
Lasst euch von dem Tumult dort draußen nicht ablenken. Nein, nein, so nein, 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 Sumpiorius. Hoch mit dir! Diese beiden liegen schon seit heute früh im Zwist. Was auch immer ihr Problem ist. Was tust du hier im Skriptorium? Ich wollte einen Blick in eure Bücher werfen. Ist das so? Hört alle her! Ist die Aufgabe eines Schreibers nicht, Texte und die Heilige Schrift zu kopieren? So ist es. Ja, Superior Remigius. Und ist es nicht die Aufgabe eines Limners, diese Texte mit Farben und Bildern zu versehen? So ist es. So ist es, Superior Remigius. Und was denkt ihr, ist die Aufgabe von Jack, dem Lehrling von Tom Bilder? Baukunst. Auf der Baustelle er zu arbeiten? Er kümmert sich um Statuen und Bauschmuck, Sachen bauen. Denke ich. Ich weiß es auch nicht so genau, aber es beinhaltet sicher nicht die Störung unserer Schreiber und Limner. Ich weiß nicht, was Prior Philipp in dir sieht, Jack. Und nun widme dich wieder deiner Arbeit und störe uns nicht wieder. Na toll. So finden wir das Buch nie. Halt's Maul! Halt du doch dein Maul! Und ihr, lasst euch nicht ablenken. Nein, 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 Superior Remigius. Fantastisch. Jetzt steht er wieder da unten. Ja. Sind wir dann wieder drin? Oder gibt's noch? Ah, gibt's. Okay. Das soll wohl ein Witz sein. Kapitelhaus. Hier treffen sich die Mönche zu Wahlen. Besprechung. Suche das Buch für Ellie ist jetzt tatsächlich gerade meine Aufgabe. Aber wir sind ja wieder rausgegangen aus solchen. Zum Markt. Hier ist es viel ruhiger. Oder zur Mühle. Sie halten das Tor jetzt immer verschlossen. Mönche wollen nicht noch mehr gestört werden. Ja, komm. Dann haben wir noch die Wahl. Philipp. Ich spreche mal mit ihm. Und danach wollte ich zum Haus von Aljena gehen. Wo ist Jonathan denn schon wieder? Ihr wirkt bedrückt. Was ist das Problem? Die Priorei hat nicht das Geld, um die Bauleute zu entlohnen und auch noch mehr für das Baumaterial zu bezahlen. Nicht einmal, wenn wir all unsere Wolle auf dem Wollmarkt in Shiring verkauft bekommen. Oh, das ist ein Problem. Natürlich ist das ein Problem. Jack, bitte. Aljenas Haus. Erinnere mich, wie ich das erste Mal an die Tür klopfte. Ich war so nervös. Noch nicht. Ich will erst mal herausfinden, wo wir die Amores hier bekommen. Ellie wird sich freuen, wenn ich das Buch finde. Okay, wir sollten noch einmal zu unserer Mutter. Mühlrad, großartige Erfindung, was man wohl noch alles mit dem Rad antreiben könnte. Wespennest. Okay, gleiche Info. Ab in die Mühle. Mühlwerk, eine geniale Erfindung, so viele Möglichkeiten, so viel zu lernen. Jonathan, der mit Ameisen spielt. Wünschte Ameisen würden mich auch so begeistern. Verstehe ich gut. Darf ich mal? Eine Handvoll Ameisen. Geschäftige kleine Tiere. Was will ich denn damit? Ich habe nur ein paar genommen. Das sind nicht alles deine Ameisen. Was machen wir jetzt damit?
Das Wasser treibt das Rad an. Dann noch mehr Räder. Und den Mühlstein. Das heißt, das Wasser treibt den Mühlstein an. Die Bewegung des Wassers wird benutzt und in eine andere Bewegung umgewandelt. Das Mahlen des Mühlsteins. Sollte es dann nicht möglich sein, auch andere Bewegungen zu erzeugen? Wir benutzen ja auch Räder, um Lasten auf der Baustelle nach oben zu ziehen. Mit der richtigen Mühle lässt sich vielleicht ein Hämmern oder Sägen erzeugen. Wenn ich mehr Zeit habe, werde ich vielleicht mal etwas ausprobieren. So, da lernen wir sogar noch was. Was mache ich denn mit den Ameisen jetzt? Verwitterte Worte. Jemand hat hier etwas in den Balken geritzt. Ausgeblichen und verwittert. Kann ich erkennen, was das war. Wie kriege ich denn noch gleich da? Du findest mich auf der kleinen Waldlichtung am Fluss. Okay, dann sind wir, glaube ich, hier richtig. Bach. Irgendwo da im Bach liegt meine Bibel. Philipp wird nicht erfreut sein. Ich kann die Bibel nicht sehen. Selbst wenn ich sie wieder rausfischen würde, könnte man bestimmt kein Wort mehr entziffern. Die beide. Wir haben uns hier oft getroffen, Aliena und ich. Kann es nicht abwarten, sie wiederzusehen. Aber ich weiß nicht, wo wir das Buch finden sollen. Weiß ich schon, aber du bist ja einfach aus dem Skriptorium rausgegangen. Wieso? Moment. Ah, da ist die Karte. Ja, Richtung Waldlichtung. Doch da, Zollstation, Waldlichtung. Da stand Waldlichtung. Kann ich hier weiter? Tatsache, das habe ich nicht gecheckt. Jacks Steinbruch. Alan verbringt mehr Zeit hier als im Dorf. Sagt, sie braucht Abstand von Menschen. Ah, da bist du ja, Füchschen. Wir müssen uns mal unterhalten. Was gibt es? Ich befürchte, uns stehen harte Zeiten bevor. Tom hat mir erzählt, dass sie versuchen, den Bau der Kathedrale zu stoppen. Sie? Wer genau? Der Graf von Shiring und seine Männer. Tom steht unter enormem Druck. Wenn er nicht wäre, hätten sie ihr Ziel schon erreicht. Warum erzählst du mir das? Hat er etwas über mich gesagt? Nein. Aber ich weiß, wie sehr es ihn belastet, dich und Alfred streiten zu sehen. Ich sehe nicht ein, warum Alfred alles machen darf, was er will. Alfred ist jetzt selbst Meister. Du bist ein Lehrling. Das sind die Regeln. Es sind nicht meine Regeln, aber es sind deine, wenn du auch Baumeister werden willst. Kann schon sein. Ärgere dich nicht, Füchschen. Tue ich nicht. Gib mal Kraut. Die Walkerinnen unten im Dorf haben Probleme mit ihren Händen. Das wundert mich nicht. Ich konnte das nur ein paar Tage lang machen. Dann habe ich's aufgegeben. Auch wenn Aliena gut bezahlt. Nimm das hier. Yes. Okay. Mutters Kräuter, Emilius kann damit Salbe für die Walkerin machen. Au. Brennnessel? Du musst sie in einem Mörser zerreiben und dann Salbe daraus machen. Cuthbert hatte einen Mörser. Die Salbe wird den Walkerinnen helfen. Gut. Aber nicht langfristig. Wenn sie nicht wollen, dass ihre Hände bluten und schmerzen, dann müssen sie mit dem Walken aufhören. In Ordnung. Danke. Jacks Steinbruch, mein kleiner Steinbruch. Hier meißel ich, was ich will und wann ich es will. So gern ich es täte. Ich habe Tom versprochen, nur abends an meinen eigenen Sachen zu arbeiten. Okay. Dann
Relief, das ist schon etwas her. Könnte besser sein, aber mir gefällt's. Es zeigt einem, wie leicht sowas gehen kann. Okay, ich mache jetzt die Salbe, weil sonst weiß ich nicht weiter. Milius. Müsste doch dann... Küchentür. Milius hat Mutter gern um sich. Mutter schmuggelt immer Kräuter ins Essen. Remigius glaubt nur selbst. Hallo, Milius. Ah, Jack. Und Jonathan. Gerade ist es nicht so günstig. Bruder Cuthbert hätte die Äpfel hier unten etwas sorgfältiger lagern können. Ich bin mir sicher, dass es alles seine Richtigkeit hat, Bruder Andrew. Sogar das Salz ist feucht geworden. Cuthbert wusste, was er tat. Was macht Bruder Andrew denn da unten? Wir bekommen bald einen neuen Zellerar. Andrew bereitet alles für die Übergabe vor. Vielleicht sollten Sie sich auch gleich einen neuen Küchenmeister suchen. Warum? Wenn das, was Cuthbert getan hat, jetzt nicht mehr gut genug ist, dann kann meine Arbeit auch nur ungenügend sein. Cuthbert wusste immer Bescheid. Viel besser als ich. Sieht traurig aus, vermisst Cuthbert. Du vermisst Cuthbert, oder? Das tue ich. Der Gedanke daran, die nächsten Jahre ohne ihn zu verbringen. Aber du bist doch nicht allein. Ich wäre lieber alleine, als für den Rest meiner Tage mit jemandem wie Bruder Andrew hier eingesperrt zu sein. Oder wer auch immer der nächste Zellerar wird. Hast du schon mit Philipp darüber gesprochen? Nein, aber das sollte ich. Philipp und ich haben uns noch nicht über Bruder Cuthbert unterhalten, seit er uns verlassen hat. Ein Prior hat doch ganz andere Sorgen. Drei? Herd und heiße Steine, viel zu warm hier drin, könnte nicht den ganzen Tag hier verbringen. Fünf. Andrew prüft das Lager, der neue Zellerar kommt bald. Besser nicht. Hier fehlt, ich will ihn nicht stören. Der Mörser, Cuthbert. Nein, Mörser. Tut sie nicht. Ich vermisse ihn. Dann wollen wir mal. Na also. Yep. Hab's fast. Gut. Und was jetzt? Milius? Ja? Weißt du, wie man Salbe macht? Ja, sicher. Man braucht lediglich etwas heißes Fett und Bienenwachs. Danke. Salbe für die Hände der Arbeiterin. Weißt du, Jack, du würdest wirklich ein guter Mönch sein. Was? Ich? Ich glaube, das würde nicht gehen. Warum nicht? Du kannst lesen, du weißt schon etwas über Heilkräuter und deine Gesellschaft tut uns allen gut. Soll das hier Wein sein? Was? Aber ich bin verliebt. Hier unten in der Ecke. Nein, das ist Essig. Das ist Essig. Wer sollte da nicht stehen? Was hat sich Cuthbert dabei nur gedacht? Herr, steh mir bei. Damit ich Bruder Andrew nicht aus meiner Küche jage. Ich glaube nicht, dass ich ein guter Mönch wäre. Warum nicht? Selbst Philipp glaubt das. Ist ja auch nicht wichtig. Ich muss jedenfalls kein Mönch sein, um hier vorbeizuschauen, damit wir uns unterhalten können, oder? Das stimmt. Und ich befürchte, ich muss jetzt zurück an die Arbeit. Danke für die Hilfe. Ich wollte schon sagen, wer doch Apotheker oder sowas, ne? Oder wie man das damals nannte. Das wäre sicher auch gut. So, ich kümmere mich jetzt zuallererst um die Arbeiterin.
Dann haben wir wenigstens das erledigt. Probiert mal die Salbe. Wann hast du nur die Zeit gefunden, Salbe für uns zu machen? Hast du nichts zu tun? Wer wäre ich denn, wenn mir das Schicksal hilfesuchender Damen egal wäre? Heißt das, du hilfst uns jetzt beim Walken? Ich habe selbst viel zu erledigen. Darum wird das leider nicht klappen. Aber natürlich. Plötzlich hast du etwas zu erledigen. Aber ich muss schon sagen, die Salbe wirkt. Meine Hände fühlen sich schon viel besser an. Danke, Jack. Es war mir ein Vergnügen, meine Damen. So, Ovid, Krackstein und der Beef mit Alfred. Okay, ich habe allerdings wirklich überhaupt keine Ahnung, wo ich das herkriegen soll, außer aus dem Skriptorium. Vielleicht können wir an unserem Stein weiterarbeiten. Was soll ich denn sonst tun? Ich kann doch mit den Steinmetzen reden, glaube ich. Hey. Jack, wie gefällt dir der Stein, den ich für deinen Kragstein ausgesucht habe? Danke. War genau richtig. Ich muss nur noch besser meißeln lernen. Das braucht Zeit, Jack. Nur Geduld. Und jetzt geh besser wieder an deine Arbeit. Wer weiß, wie lange es hier überhaupt noch etwas für uns zu tun gibt. Okidoki. Kann ich nochmal mit Martha reden? Ich glaube eigentlich nicht. Da bist du ja wieder. Wolltest du nicht mit Aliena reden? Vielleicht. Okay. Ich muss gehen. Bis später, Jack. Tja. Er ist immer noch hier. Der Arme. Komm, jetzt mach mal deinen Stein fertig. Komm. Dann hast du es hinter dir. Ach komm. Mach deinen Stein. Ich bin fürs Erste damit fertig. Ich kann den Kragstein nicht mehr sehen. Ja, ich weiß nicht, was wir jetzt tun sollen. Wir haben doch schon mit allen geredet. Ah, schreib etwas, um Alfred zu nerven. Wenn sich Alfred nicht entschuldigt, gibt es Ärger. Möchte ich eigentlich gar nicht machen, aber ich weiß nicht, was ich gerade sonst tun soll. Warum lässt du uns nicht einfach arbeiten? Kapierst du nicht, wie ernst die Lage in Kingsbridge jetzt gerade ist? Was denn? Was hat er da geschrieben? Alfred kann nicht lesen. Stimmt, Jonathan. Aber du kannst es. Sehr gut. Sehr erwachsen, Jack. Jack, was stimmt denn nicht mit dir? Was soll das? Spinnst du? Jack, das hier ist eine Kirche. Jetzt lauf bloß nicht gleich los und verpetz mich. Er hat angefangen. Was willst du von mir? Oh. Ich will, dass du zurücknimmst, was du über Aljena gesagt hast. Und was, wenn ich sie heirate? Was geht dich das an? Kümmere dich um deinen Kram. Und das von dir. Solltest du nicht eigentlich arbeiten? Wie soll ich arbeiten, wenn du mich ständig ablenkst? Ach, Jack, du Hitzkopf. Außerdem muss immer noch Aljena auch zusagen. Ah, okay, ich glaube, an dieser Stelle machen wir einen Cut. Mal sehen, ob wir hier morgen was Vernünftiges zu tun finden. Zum Beispiel unser blödes Buch. Aber irgendwie, egal wo ich hingehe, ist nicht fertig. Naja, ich danke euch, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr startet schön ins neue Wochenende und seid morgen wieder mit dabei. Bei den Säulen der Erde. Bis dann.